feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem kleinen neuen spontanen Vlog. Und ja, wir waren gestern in Trier gewesen. Wie ihr merkt, ich kommentiere das hier auch nach. Und ja, im Hintergrund seht ihr jetzt gerade die Römerbrücke. Nicht so spektakulär. Ja, die Brücke geht über die Mosel rüber. Und man hat erstmal jetzt hier so eine kleine schöne Aussicht auf die Stadt. Ja. Wir gehen jetzt aber auch demnächst gleich schon weiter zu den ersten Ausgrabungen, und das sind die Barbara-Thermen. So, nun sind wir weitergegangen zu den Kaiserthermen in Trier. Diese sind ja ziemlich in der Mitte von der Stadt, und einige Mauern, wie ihr seht, sind sogar noch bis zu 19 Metern hoch und ganz gut erhalten. Also man kann auch schöne Muster und so sehen, und deswegen wurde das auch 1986 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Damit das natürlich erhalten bleibt. Und ich fand das ziemlich, ja, ziemlich beeindruckend so. Diese Form und so diese Struktur von den Steinen fand ich eigentlich ziemlich cool. So, nun auf dem Weg zum Mittagessen sind wir an der Landesbibliothek vorbeigekommen. Und ja, sehr schönes Gebäude auf jeden Fall. Ja, nach dem Mittagessen haben wir uns dann auf den Weg gemacht in Richtung des Trierer Doms, haben vorher noch kurz in der Liebfrauenkirche Halt gemacht. Bilder müsst ihr wahrscheinlich jetzt irgendwie gleich sehen. Und ja, danach waren wir dann im Dom gewesen. Und das seht ihr auch gleich, würde ich mal sagen. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You, you, you.
So, nun sind wir am letzten Ziel des heutigen Tages angekommen, nämlich der Podanikra, welches übersetzt Schwarzes Tor heißt und ein ehemaliges römisches Stadttor war. Und es ist eigentlich so ziemlich das Wahrzeichen von Trier, also jeder kennt es eigentlich. Und auch dieses ist 1986 Teil des UNESCO-Welterbes geworden. Das war's jetzt auch schon von diesem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, egal ob Vlog oder Gaming, dann lasst jetzt auch ein Abo da. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.